So, wir kommen beim neuen Part Pokémon Pearl. Ich hoffe, es stürzt mir nicht nochmal ab. Ich habe gerade eben eine Testaufnahme gemacht, oder sagen wir vor ein paar Tagen. Und dann ist mir die Aufnahme einfach so abgeschmiert. Und ich hoffe, es passiert dieses Mal nicht nochmal. Ich habe 17 Minuten aufgenommen. Und jetzt muss ich es üblicherweise nochmal machen. Was sehr nervig ist. Naja. Und hier taucht ein nerviges Wasser-Pokémon auf. Wingull. Ich glaube, Wingulls sind die neuen Lieblings-Pokémon damals in der dritten und in der vierten Pokémon-Generation gewesen. Denn die tauchen sehr häufig auf, wenn man im Wasser unterwegs ist. Genauso wie Tentacha. Tentacha ist ja schon eine Tradition, dass es fast immer auftaucht, wenn man surft. Außer in der fünften Generation, da ist es nicht so. Ich hätte mir einen Schutz kaufen sollen, dann hätte ich jetzt nicht, hätte ich mir jetzt nicht die Mühe machen müssen und jetzt hier da durch die ganzen Wasser-Pokémon da mich durchschlagen zu müssen. Ich meine, die sind nicht besonders stark und wir können mit unserem Ponyta nicht gegen die kämpfen. Aber immerhin ist die Surfmusik chillig. Nein, ich fange nicht zum Singen an. Nicht dieses Mal. So, Feuerröhütte, wo sind wir denn hier da angelangt? Also hier ist Gras und hier sind Bären. Wow. Also ich glaube, ich mache ungefähr bei der 15. Minute in diesem Part kurz eine... Ja, da stoppe ich mal schnell, um sicherzustellen, dass mir das Programm nicht nochmal abstürzt und ich das nochmal machen muss. Denn eine Stelle zweimal machen zu müssen, ist sehr nervig. Und deswegen kann ich darauf ruhig verzichten. Okay. Gut, was da unten ist, schauen wir uns später an. Zunächst schauen wir uns an, was hier oben ist. Ein weiteres Pokémon. Hier gibt es, soweit ich weiß, Magnetilos, Wilde. Und ein Gastrodon. Das Pokémon bin ich auch begegnet, als ich zum ersten Mal hier hingelangt bin. Natürlich kämpfe ich nicht mit meinem Ponyta gegen dieses Bodenwasserviech. Das wäre ja doppelt dumm. Sondern ich tausche es aus mit Waterloo. Eine Bodenattacke, okay. Gut, dass ich meinen Ponyta ausgetauscht habe. Andererseits ist jetzt natürlich die Attacke sehr effektiv, da Waterloo ein Stahltyp jetzt ist. Ja. Denn nachdem sich unser Fibrin entwickelt hat, wurde es zu einem Stahltyp und natürlich auch zu einem Wassertyp. So, wenn wir hier nach unten gehen, da kommen wir zurück. Daher sollten wir nicht dort lang gehen. Schauen wir mal in diesem Haus rein. Feuerröhütte, Heimat der Gießerei. Okay. Ich bin gespannt, was da drin ist. Hoffentlich finden wir hier ein paar TMs. Ja, diese Sache mit dem Fallen, die erinnert an der ersten Generation, an die Rocket-Hauptquartiere. Oder auch in der dritten Generation, da gibt es R2. So, rechts oder links? Ich gehe mal nach links. Und da ist ein Trainer. Ich arbeite in einer feurigen Gießerei. Sei so vorsichtig, denn ich bin heiß. Alles klar. Dagobert, Geizkragen. Ich glaube, das ist jetzt ein Phänomen geworden, nachdem die Dingens, die lustigen Taschenbücher rauskamen mit Donald Duck und Dagobert Duck, dass Dagobert jetzt man sofort an, ja, an der geizigen Ente, an den Cousin, glaube ich. Ne, Cousin nicht. Oder doch? Ne, ist Dagobert der Cousin oder der Onkel von Onkel, genau, Onkel Dagobert. Das heißt der Onkel Dagobert, genau. Also ist er quasi
oben über den Stammbaum. Also beim Stammbaum ist er überhalb von Donald. Ach ja, früher habe ich gerne Donald Duck Bücher gelesen, so lustige Taschenbücher. Phantomias fand ich damals ziemlich cool. Da habe ich mir auch, da hat mir meine Mutter ihre Taschenbücher gegeben, damit ich sie durchlesen kann. Das waren damals noch so schwarz-weiß Taschenbücher, also ohne Farbe. Und ja, da habe ich sie mir durchgelesen und vor allem Phantomias. Oh Gott, was habe ich getan? Bitte nicht angreifen! Nein! Mein Bonita! Jetzt war ich so sehr mit Donald Duck beschäftigt, dass mein Bonita gestorben ist. Jetzt bin ich für den Rest des Parts traurig. Okay, jetzt gibt's Rache. Pass auf! Ich werde mich rächen. Niemand tötet meine Ponitas! Oder mein Bonita, ich habe nur eins. Ne, eigentlich habe ich zwei. Es ist ja noch eins in der Pension. Ich glaube, da gönne ich mir jetzt einen Beleber, damit Ponita wiederbelebt wird. Denn wir wollen es ja trainieren. Ich hoffe, ich habe einen Beleber dabei. Ich glaube schon, dass wir einen dabei haben. Denn wir haben nicht so viele Beleber bis jetzt eingesetzt. Ah ja, Top-Beleber, okay. Und einen normalen Beleber. Ich nehme den normalen. Danach benutze ich ein Heil-Item. Okay, schnell mal wegschauen, ja. Schaut mal schnell weg. Ich heile mal schnell mein Pokémon. Autsch. Das ist total gewastet, aber was soll's. Wo geht's denn da oben lang? Achso, da ist ein Pfeil, da kommen wir nicht lang. Okay, dann gehen wir mal dahin. Oh Gott, wo führt uns das hin? Hilfe! Wo bringst du uns hin? Ah, hier hin, okay. Und hier ist ein weiterer Trainer. Wir bekommen hier in der Feurio-Hütte nicht auf Besucher wie dich. Lass uns zur Feier des Tages kämpfen. Alles klar. Aber ich hoffe, du tötest nicht mein Ponita. Ansonsten töte ich dich. Jonas. Oh, Jonas. Oh, Stalos. Stalos. Die Entwicklung von Onyx. Okay. Ich glaube, das ist ein guter Gegner für Ponita. Jetzt nutzen wir die Schwäche des Stahltyps. Ab der 6. Generation, da wurde der Stahltyp zum Typ mit den wenigsten Schwächen, nämlich nur Boden und Feuer. Vorher war es der Drachentyp mit nur Drachen und Eis. Und nachdem der Feentyp hinzugekommen ist, hat es natürlich die Fähigkeit Fee dazu bekommen. Also die Schwäche Fee der Drachentyp und somit ist jetzt Stalos der alleinige Typ mit zwei Schwächen. Vorher war es auch der Drachentyp da mit zwei Schwächen. Und jetzt ist der Stahltyp der Typ mit den wenigsten Schwächen. Also man kann sagen, Stahltypen sind jetzt die neuen Drachen-Pokémon, sagen wir es mal so. Okay. Ich finde, man sollte den Stahltyp auch noch schwach gegen Wasser machen. Denn wenn man Wasser auf Stahl gießt, dann rostet es ja, dann das wäre total logisch. Und ich glaube, das würde die Stalos und die ganzen anderen Boden-Stahl-Pokémon noch anfälliger machen gegenüber Wassertypen. Und ja, das wäre dann viel besser, glaube ich. So, ich rieche ein verstecktes Item. Nein, hier ist nichts. Schade. Hier können wir auch nicht zurück. Die einzige Möglichkeit, wie wir zurück können, ist hierhin. Okay, ich gehe jetzt mal dort lang. Ach, da kommen wir hier hinten. Okay, da waren wir schon mal. Vor exakt 20 Sekunden. Gut,
Dann muss ich wohl. Also hier. Hier waren wir auch schon. Ich muss jetzt zurück irgendwie. Zum Eingang. Um nochmal von vorne zu beginnen. Ich glaube, hier geht's lang. Hier waren wir zwar schon. Oh, was ist denn hier in der Mitte? Dieser Generator da. Das ist interessant. Ah, wir können da sogar hin. Okay, jetzt sehe ich es erst. Oder können wir da hin? Nein, der Pfeil, der bringt uns dann weg. Verdammt, wir kommen da einfach nur vorbei. Achso, hier kommen wir zurück. Und wie sieht's hier aus? Ach, schön, ich muss keine Tasten drücken. Oh, jetzt muss ich wieder Tasten drücken. Versteckte Items! Schätze! Artefakte! Versteckte Items! Itemradar! Weise mir den Weg zum Item! Oh, hier ist nichts, schade. Warum ist denn dann dieser Punkt da? Hier ist nichts. Ah, hier geht's vielleicht weiter. Schauen wir mal, wo es dort lang geht. Okay, das sieht sehr interessant aus. Und Feuerstein. Okay. Also, falls ihr einen Feuerstein braucht, dann findet ihr hier einen. Ich glaube, wir sollten jetzt nach unten gehen. Müssen wir vielleicht sogar auch zwangsweise. Oh Gott, jetzt muss ich schauen. Okay. Okay. Jetzt brauchen wir ein bisschen Glück. Okay. Wenn wir in die Mitte gehen, dann führt es uns nach links. Wenn wir nach unten gehen, dann gehen wir nach oben. Und wenn wir nach oben gehen, gehen wir sonst wohin. Ich gehe, glaube ich, gehe nach oben. Ah ja, sehr gut. Ich wollte hier nämlich hin und zwar möchte ich dieses Item hier ergattern. Ein Steinrauch, was ist das denn? Ach ja, ich mache mal kurz Pause, ne? Um zu sichern, dass das nicht nochmal abstürzt. Bis gleich. Okay, weiter geht's. Und zwar müssen wir jetzt hier nach links. Da ist ein Trainer. Nerven dich die Bewegungen der Bodenplatten schon? Nee, nicht wirklich. Ich hab's eigentlich ziemlich gut im Griff. Alois. Galoppa. Hui. Schau gut hin, Ponita. So wirst du eines Tages sein. Groß, mächtig und majestätisch. Okay. Ich werde austauschen, mein Pokémon. Natürlich ist Galoppa stärker als seine Vorentwicklung. Oh, das tut mir wieder weh, dass ich ein Pony töten muss. Okay, mach's mit. Ohne großen Schmerzen, also ohne große Schmerzen zu verteilen. Oh, du schreckst zurück, okay. Feuerwirbel, keine besonders gute Attacke. Habe ich ja schon mal gesagt, in diesem LP. In der ersten Generation war die noch sehr gut, aber ab der zweiten wurde sie schlecht. Und das war's. Tut mir leid, Galoppa. Eine Mega-Entwicklung für Galoppa wäre cool. Mega-Galoppa. Dann sieht's aus wie ein Ollikorn, das wäre cool. Gut, ich gehe mal dort lang. Haben wir gegen den schon gekämpft? Nein, ne? Nun, hallo, ich bekomme hier nicht auf Besuch. Okay, du scheinst kein Trainer zu sein. Ich versuche die Arbeit hier zu verbessern, indem ich Bodenteile einsetze, die sich bewegen. Aber niemand ist so wirklich glücklich darüber. Sie sagen, die Bauteile machen einen schwindelig. Nun, ich soll ich dir hier nicht die Ohren verjammern. Hier ist ein Andenken an deinen Besuch. Ein Feuerstein. Okay, wenn ihr zwei Feuersteine haben wollt, geht in die Feuerhütte. Und TM35 Flammenwurf. Interessant.
Ich schau mal nach, welches Pokémon die TM lernen kann. Ich glaube, dass keins die TM lernen kann. Doch, Galoppa, Ponita vielleicht. Allerdings spielt Ponita auf Angriff und nicht auf Spezialangriff. Aber andererseits ist das eine gute Attacke. Ähnlich wie Donnerblitz für Frau Löwe. Schauen wir mal die Werte an. Spezialangriff ist niedrig im Vergleich zum Angriff. Aber ich glaube, ich bringe Ihnen die Attacke dort trotzdem bei. Denn Glut ist sowieso auch eine Spezialangriffsattacke. Ich glaube nicht, dass Flammenwurf im Moveset drin steht. Ich bringe Ihnen jetzt Ponita bei und wer weiß, vielleicht behalten wir die Attacke vielleicht sogar, denn Flammenwurf ist ziemlich gut. Auch wenn Ponita nicht auf Spezialangriff spielt, kann man ihn trotzdem Flammenwurf beibringen. So, ich verlerne Glut. Okay. Gut. Wo geht's denn hier lang? Kann es sein, dass wir schon alles erforscht haben? Scheint wohl so zu sein. Also ich sehe jetzt keinen Ort, an dem wir noch nicht waren. Ja gut, gehen wir zurück zum Ausgang. Könnten natürlich auch ein Fluchtseil benutzen, aber ich bin mir jetzt zu fein dafür. So, dann. Oh, verdammt, wo geht's hier lang? Hilfe, ich habe mich verirrt. Wo geht's hier raus? Hier vielleicht? Ja, genau. Ach, verdammt, da geht's nicht zurück. Hilfe, wie komme ich hier raus? Oh Gott. Okay, so vielleicht? Ich glaube, ich muss nochmal das ganze Zeug machen, um herauszufinden. Ah, verdammt, nein, hier waren wir schon. Ah. Gott verdammt. Wie oft habe ich hier schon Gott verdammt in diesem Let's Play? Mann, ich werde noch zum Antichrist, wenn es so weitergeht. Ah, verdammt. So, hier lang. So, und während ich da rolle, mache ich mir ein bisschen Schokolade auf. Habe ich von meinen Eltern geklaut. Ah, Moment. Ja, so. Hier so. Ich hoffe, ihr seht es. So, jetzt. Jam, jam, jam. Wo geht's denn hier lang? Ich muss zurück. Ach, verdammte Sackgasse. Hilfe. Ah, hier geht's lang. Glaube ich zumindest. Genau, und jetzt hier lang? Oder war das richtig? Ich habe keine Ahnung. Halt, das ist falsch! Nein! Ich werde niemals herausfinden. Wisst ihr was? Fluchtseil. Na, wo habe ich denn hier ein Fluchtseil? Fluchtseil, Fluchtseil, hier. Ja, warum geht das nicht? Ach, komm schon. Ist das dein Ernst, Spiel? Ich will hier raus. Hilfe, ich will hier raus. Okay. Dann nochmal hier lang. Gott, das ist so nervig. Dann dort lang. Und wie war denn das nochmal? Genau, hier oben. Okay, und dann hier lang. Genau, und dann geht's hier raus. Oh, Gott sei Dank.
So. Nie wieder, du verdammte Hütte! Ja, aber das ist viel größer als eine Hütte. Naja. Gut, dann gehen wir jetzt hier nach Süden, über das Wasser hier. Da ist ja noch was, was wir uns anschauen können. I'm not fighting with you. Okay, hier geht's zurück nach Flori. So, jetzt sind wir hier bei diesem Blumenbeet. Ihr erinnert euch wahrscheinlich noch damals, wo Team Galactic hier war. Und jetzt sind wir hier auf dem Beet. Hier gibt es versteckte Items, jede Wette, aber ich muss sie erstmal finden. Okay, hier ist ein Item. Wundersaat verstärkt Pflanzenattacken. Mann, hier gibt es so wenig versteckte Items in diesem Spiel. Das ist schon sehr traurig, wenn man bedenkt, dass hier extra ein Itemradar dafür eingesetzt wurde oder eingefügt wurde in diesem Spiel. In der Platin-Edition gibt es viel mehr versteckte Items. Ah, hier ist noch ein Item, okay. Ein Blattstein. Gut, wir haben jetzt jede Menge Steine in diesem Part gefunden. Zwei Feuersteine und ein Blattstein. Das hat sich gelohnt. Gut, ich glaube, hier gibt es auch nichts mehr. Springen wir darüber. Boah, so viele Blumen, unglaublich. Das reinste Blumenparadies hier. Ach, schön. Gut, was gibt es denn noch für Wasserstellen, die wir machen können? Hier gibt es nichts. Hier auch nichts, soweit ich weiß. Hier gibt es eine kleine See, einen kleinen See, aber ich glaube, da ist kein Item zu finden. Von daher, ich fliege mal nach Ewigenau. Ich schau mal schnell nach, was es hier gibt in Ewigenau. So, Fahrrad. Dann schauen wir mal nach. Okay, hier ist nichts. Nicht übers Gras. Okay, hier ist auch nichts, okay. Und hier drüben. Nö, also beim See ist nichts zu finden. Hier könnte man vielleicht ein paar Pokémon angeln oder nach einem Pokémon surfen. Gut, aber hier ist noch was. Im Osten von Ewigenau. Aber ich mache wieder Stopp. Bis gleich. Okay, hier bin ich wieder. Schauen wir uns nach, was im Osten zu finden ist. Okay, hier könnten versteckte Items sein. Hier am Ende des Ufers. Vielleicht sollte ich meine Suche nach versteckten Items aufgeben. Ich meine, wir haben bis jetzt kaum versteckte Items gefunden. Oben vielleicht? Ah, hier ist eins, okay. Freut mich, dass hier mal ein verstecktes Item zu finden ist. So, wo ist es denn genau? Ah, hier, okay. AP Plus, okay. Ja, ich wollte noch eine Attacke verstärken, glaube ich. Habe ich vor ein paar Parts gesagt. Welche Attacke war das nochmal? Ah ja, Bizarro-Raum war es, genau. Dann benutze ich die AP Plus jetzt mal, um Bizarro-Raum zu erhöhen. Okay.
Gut, es gibt hier allerdings noch eine Stelle. Und zwar hier unten. Ja, verdammt, verdammtes wildes Pokémon. Klibrin, oder? Ja, ne, Klibrin. Klibrin. Klingprim, okay. Klingplim, okay. Was auch immer. Klibrin ist ja die das Wasser-Pokémon von uns. Ah, verdammt. Oh, ich brauche da Stärke. Zertrümmerer, Doppelfail. Okay, ich hole mir schnell Zertrümmerer, verdammte Axt. Wir haben ja noch genug Zeit, glaube ich. In diesem Part. Natürlich könnte ich es auch offscreen machen, aber was soll's. Der muss sich wieder stoppen und das lohnt sich, glaube ich, nicht. Wir haben das ja ruckzuck, wir haben es ja gleich, also von daher. Wir haben das ja ruckzuck erledigt. Nein, verdammt, ich habe mich mal wieder vertippt. Diese beschissene A-Taste, die kotzt mich sowas von an. Ständig will die mich trollen. Das macht mich wütend. Moment. Ah, verdammt, wo ist mein Macholo? Wo ist mein Macholo? Da bist du. Was machst du hier in Box 6? Gott verdammt. Ah, schon wieder habe ich Gott verdammt. Unglaublich. Ich werd echt mal zum Antichrist. Wenn ich so 70 bin, dann bin ich in so einer satanistischen Sekte. Und mach jeden Tag so Rituale. Mit anderen Senioren. Dann mache ich so einen Satanistenkreis. Mit diesem Stern, kennt man ja. Stellen ein paar Kerzen hin. Und dann sage ich, Gott verdammt. So. Das war das Letzte, was ich mir jetzt gewünscht hätte. Noch ein wildes Pokémon. Kleinstein, willst du mich verarschen? Komm, hau ab. Du bist kein würdiger Gegner, habe ich schon mal gesagt. Na komm. Ich verpiss mich. So, jetzt. Jetzt werde ich hier noch ein bisschen vulgär in diesem Part, glaube ich. Da sollte ich den Part jetzt langsam beenden, sonst werde ich hier noch zum Aslak. Oh, ja, doch voll krass, ey. So ist die Mama nach unten, ey. So, die Bildstelle, die steht da schon den ganzen Tag hier. Was? Ich kann da nicht surfen, ey. Was ist denn das hier für eine Scheiße, ey? Ich sehe es erst jetzt. Oh Gott. Ich hätte den ganzen Mist gar nicht machen müssen, so ein Mist aber auch. Okay, dann noch eine Surfstelle und zwar Elysis. Da müssen wir nochmal durch den Nebel durch. So, jetzt schauen wir erstmal nach. Ah, da, nein, da ist nichts. Da ist nichts, das weiß ich. So, hier unten, genau. Ah, verdammt, da braucht man Kaskade. Aber vielleicht finden wir ja trotzdem was. Ich muss hier nur die Surfstelle finden. Und die ist hier, okay. Okay, hier brauchen wir Kaskade, sonst führt da kein Weg nach oben. Und hier brauchen wir auch Kaskade. Okay, diese Route können wir auch noch nicht machen. Trotius, nichts. Hier ist... Ist da Wasser? Ich glaube schon. So, jetzt machen wir alles aufstellen hier in Sinnoh. Und dann im nächsten Part werden wir die neue Stadt uns anschauen. Genau, hier ist auch noch Wasser. Hey Wasser, was geht ab? Wasser ab. Okay, hier ist nichts. Da ist... Oh, warte. Hier ist vielleicht etwas. Na, ich muss da gar nicht rüber surfen, aber... So, können wir hier surfen? Ja, hier können wir surfen, okay.
So, schauen wir mal nach, wo uns dieser Pfad hinführt. Zu einem Enton. Okay. Level 21. Nicht der Rede wert. Hier werde ich natürlich fliehen. So, was ist das für ein Item? Ich glaube, es ist eine TM. Gigasauger. Okay, TM 19. Gigasauger steht nicht im Moveset drin, das weiß ich. Ich glaube auch nicht, dass ein Pokémon Gigasauger von uns erlernen kann. Gut, vielleicht finden wir noch etwas Nützliches. Eine TM. Hier ist ein... Ah, verdammt, da ist nichts, okay. Und sonst, ist hier sonst noch irgendwas? Scheint nicht so zu sein, okay. Und in dieser Route da oben ist auch nichts. Schau mal nach, wo es noch was Routen geben könnte. Hier haben wir uns schon angeschaut, die Wasserstellen. Hier ist, glaube ich, noch eine Wasserroute. Hier, wenn man hier nach links geht, von Herzhofen aus. So. Ja, in diesem Part sind wir ein bisschen überall unterwegs. Ah ja, jetzt ist es gerade ein bisschen dunkler geworden. Jetzt ist 18 Uhr. Jetzt ist die Dämmerung da. Ach verdammt, ich will nicht wieder durchs Gras laufen. Ja, oh, verdammt, nein. Ja, da ist ein Berg im Weg. So ein Mist aber auch. Und Flucht. Noch ein wildes Pokémon. Ach, nerv mich doch. Bidifass. Wieder so ein Justin Bieber Imitat. Flucht. Okay. So, dann... Hier ist nichts, glaube ich, zumindest, oder? Nein. Hier waren wir, glaube ich, sogar schon. So, hier ist die Wasserstelle, die ich meine. Wir müssen erst nach unten. Oder waren wir hier schon? Ich glaube schon. Oder wir waren hier doch schon mal. Ja, wir waren hier schon mal. Oder? Ich weiß es nicht mehr. Es kann sein, dass wir hier schon waren. Es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass wir hier schon mal waren. Denn ich kenne diesen Typen. Ja, wir waren hier schon mal. Okay. Gut, dann müssen wir die Stelle nicht nochmal machen. Gut, hier haben wir auch schon die Wasserroute gemacht. Und dann hier waren wir auch schon. So, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir jetzt alle Wasserrouten erledigt haben. Hier fürs Erste. Es gibt bestimmt noch weitere. Natürlich hier oben gibt es bestimmt noch ein paar, glaube ich zumindest. Nein, hier oben gibt es keine. Da kann ich schon mal spoilern, hier gibt es keine. Hier unten gibt es auch, glaube ich, nichts. Vielleicht in dem Kraterberg gibt es vielleicht ein paar Wasserrouten. Aber sonst haben wir jetzt alle Surfstellen von Sinnoh erledigt. Jetzt werden wir im nächsten Part Fleetburg anschauen. Okay, ich heile zunächst meine Pokémon. Das ist das, was ich immer mache, wenn ich im Pokémon Center betrete. Okay, dann mache ich hier Schluss und dann schauen wir uns den nächsten Part Fleetburg an. Also, bis dann, euer Janka. Ciao.